So, ihr Lieben, alle Jahre wieder, und es soll jetzt kein Battle-Video sein, aber ich würde mich sehr freuen, auch um den Betrieb von ActTV aufrechterhalten zu können und gegebenenfalls auch erweitern zu können, bessere Kamera unterwegs, Kameraleute besuchen, bitte ich euch nach wie vor um Unterstützung. Jetzt kennt ihr ja, deshalb habe ich das hier im Hintergrund bereits eingeblendet, steadyhq.com/de/ActTV, wo ihr euch fiskalisch beteiligen könnt. Es gibt hier von 1 Euro monatlich bis 20 Euro monatlich alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Wir werden demnächst auch schauen, dass wir eine jährliche Unterstützung einführen, weil es natürlich für manche lieber ist als diese monatlichen Beträge. Das ist die eine Möglichkeit der Unterstützung, aber darum soll es heute gar nicht so groß gehen. Viel wichtiger ist für mich eigentlich die Unterstützung, die ihr mir zukommen lassen könnt, wenn ihr den Kanal auf YouTube besucht. youtube.com/activitynews. Wichtig ist, abonniert bitte meinen Kanal. Je mehr Abonnenten, desto höher die Reichweite, desto relevanter die Videos, desto mehr Menschen sehen das Video. Das ist aber nur ein Punkt, ja. Ein zweiter Punkt, und da schauen wir jetzt einfach mal in dieses Video zur Amtshaftungsklage rein, ist, ups, Werbung. Die Werbung bitte anschauen, zumindest die 4 Sekunden. Das wäre schön. Ihr könnt hier unten, ja, ein Video liken. Das ist wichtig. Ihr könnt hier Kommentare einfügen. Das ist ganz wichtig. Denn je mehr Kommentare, je mehr Likes, desto besser wird ein Video gerankt von YouTube, desto eher wird es von anderen gefunden und ja, desto mehr steigt die Reichweite. Natürlich hängt damit dann auch die Werbeeinnahmen zusammen. Das möchte ich an der Stelle nicht verschweigen, aber von einem rentablen Geschäft bin ich noch hunderttausende Abrufe entfernt. Natürlich könnt und sollt ihr die Videos bitte auch teilen. Entweder auf Facebook oder eben auf Twitter. Twitter wäre mir auch ganz wichtig, mit dem entsprechenden Hashtag, einfach um ein weiteres ja, Verbreiten des Videos zu ermöglichen. Facebook teilen könnt ihr natürlich auch über meine Facebook-Seite facebook.com/activinews. Ja. Diskutiert mit mir auf den sozialen Medien, schaut die Videos an, hinterlasst Kommentare, bitte gern auch kritische oder Anregungen für neue Videos, einfach um diese Plattform hier zu unterstützen. Ich denke, auch wenn der eine oder andere sagt, man kann in dem Zusammenhang nichts ändern, Richter lassen sich ja sowieso nicht beeinflussen, etc. Das sind alles Ausreden, um nichts machen zu müssen. Man kann immer was ändern. Das ist meine Meinung und deshalb gibt es diesen Kanal. Und wenn ich es nur ein einziges Mal schaffe, natürlich ist unser Anspruch viel größer, einem Kind zu helfen, dann ist das gut so. Das gleiche gilt natürlich Leute, die mich fragen. Ich beantworte gerne Fragen, aber genauso schön fände ich es, wenn ein kleines Dankeschön über eine Tasse Kaffee hier auf SteadyHQ passieren würde. Also unterstützt meine Arbeit und es muss gar nicht monetär sein. Teilen, drüber reden, den Kanal abonnieren, das Ganze twittern etc. All das sind Aspekte, die dem Projekt Active News helfen. Und die damit Kindern helfen. Ich würde mich freuen. Danke. Servus.